Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Virus ist noch unter uns und bedroht die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir alle Maßnahmen ergreifen, um sicher zu sein, dass wir die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes schützen können. Auch wenn die Lage anders ist, weil so viele geimpft sind, ist sie noch nicht gut. Ganz besonders deshalb, weil nicht genügend Bürgerinnen und Bürger von der Impfmöglichkeit bisher Gebrauch gemacht haben. Und deshalb müssen wir weiter vorsichtig sein. Wir müssen vorsichtig sein und bleiben und zum Beispiel dafür Sorge tragen, dass die Maskenpflicht weiter beachtet und durchgesetzt werden kann, dass in Verkehrsbetrieben sie genutzt wird oder bei Veranstaltungen, dass Abstandsregeln gelten, Hygieneregeln, Impfnachweise vorgelegt werden müssen. All die Dinge, die wir schon kennen, sie werden auch weiter für die nächste Zeit erforderlich sein. Und das ist ein Unterschied zwischen unserem Land und anderen Ländern, die sich entschieden haben, ganz auf solche Vorsichtsregeln zu verzichten. Wir halten sie weiter für erforderlich. Und wir müssen auch darüber hinaus viele, viele weitere Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, damit wir durch diesen Winter kommen. Wir müssen gewissermaßen unser Land winterfest machen. Deshalb will ich über einige dieser Dinge und Maßnahmen sprechen, die jetzt erforderlich sind, über die in diesem Gesetzespaket zu entscheiden sein wird und auch über die Maßnahmen, die darum herum auf den Weg gebracht werden und im Rahmen der Gesetzesberatung noch dazukommen werden. Das allererste und wichtigste ist, wir dürfen nicht nachlassen bei dem Versuch, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu impfen. Es haben sich noch nicht alle überzeugt, dass das für sie richtig ist. Und wir sollten eine große gemeinsame Kampagne starten, dass die Bürgerinnen und Bürger von dieser Impfmöglichkeit Gebrauch machen. Die Hausärzte, die mobilen Angebote sind da. Und wir brauchen wieder mehr Impfzentren. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass sie wieder eröffnet werden. Und wir sollten auch gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die eröffneten Impfzentren auch gemeinsam, auch mit Mitteln des Bundes, finanziert werden. Und wir brauchen sie auch, weil wir natürlich jetzt alles dafür tun müssen, dass Millionen Bürgerinnen und Bürger eine Auffrischungsimpfung bekommen, dass sie sich boostern lassen, dass Millionen Bürgerinnen und Bürger die Auffrischungsimpfung bekommen. Das ist die Aufgabe der nächsten Wochen und Monate. Und auch dazu wird es erforderlich sein, dass wir diese Möglichkeiten haben, die Aktivitäten der Hausärzte, die mobilen Angebote und die Impfzentren. Und wir sollten das möglich machen, was jetzt in einem gemeinsamen Schreiben des Bundesgesundheitsministers und der Ärzteverbände an alle Hausärzte und Ärzte formuliert worden ist, nämlich, dass man nach 6 Monaten eine Auffrischungsimpfung erhalten kann soll. Und wir werden alles dafür tun, dass das auch tatsächlich überall in Deutschland möglich ist. Ganz besonders ist es wichtig, dass wir jetzt dafür Sorge tragen, dass die Älteren schnell geimpft werden und die dritte Impfung bekommen, die Boosterimpfung. Und darum will ich an dieser Stelle auch die Pflegeheime ansprechen, die so wichtig sind. Das war nicht zu ertragen, was wir am Anfang der Pandemie erlebt haben, dass so viele Bürgerinnen und Bürger erkrankt sind, die in den Pflegeheimen gelebt haben, dass so viele gestorben sind. Und das darf uns in diesem Winter nicht mehr passieren. Deshalb müssen wir alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit das nicht geschieht. Es muss täglich getestet werden, wer dort arbeitet und nicht geimpft ist. Und alle Besucherinnen und Besucher müssen einen Test bekommen. Das ist für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, die in den Pflegeeinrichtungen leben, erforderlich. Und natürlich müssen wir auch sicherstellen, dass überall in diesen Bereichen geboostert wird, dass die Impfungen durchgeführt werden. Das ist längst vereinbart und es muss jetzt mit großer Geschwindigkeit geschehen. Die Geschwindigkeit muss eher zunehmen zu dem, was wir bisher haben. Und deshalb bin ich sehr froh, dass es hier das Vorhaben gibt, dafür zu sorgen, dass die Durchsetzung des Boosterns, der Auffrischungsimpfung in den Pflegeheimen auch gemonitort wird, dass wir für jedes einzelne Pflegeheim wissen, wie weit es ist. Das ist die Aufgabe, die wir jetzt ganz in Deutschland durchsetzen müssen.
Wir werden weiter dafür Sorge tragen, dass an den Schulen getestet wird. Und wir müssen sicherstellen, dass die Arbeitsplätze sicher sind. Darum haben wir Gespräche geführt mit den Gewerkschaften, mit Betriebsräten, mit vielen anderen, mit Arbeitnehmern und Arbeitnehmern und mit den Unternehmen. Und wir sind sicher, wir müssen eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme am Arbeitsplatz treffen. Deshalb wollen wir, dass in Zukunft an Arbeitsplätzen 3G gilt. Man muss dort arbeiten, wenn man geimpft ist, genesen oder aber einen Test haben. Und das ist eine notwendige Verbesserung. Und auch das muss jetzt geschehen, dass wir die Möglichkeiten nutzen, die mit dem neuen Gesetz verbunden sind. Dort sind den Ländern alle Kompetenzen eröffnet, damit sie differenziert nach den einzelnen Bereichen Entscheidungen treffen können über 3G-Konzepte für den Zutritt zu Gaststätten zum Beispiel, zu Veranstaltungen, zu Geschäften und allen möglichen, aber eben auch zu 2G. Und ich habe das so verstanden, dass viele Länder sich jetzt auf den Weg gemacht haben und überall bei sich Entscheidungen treffen, dass sie insbesondere bei Gaststätten und Veranstaltungen, bei Kinos und Theaterbesuchen 2G vorschreiben wollen. Ich halte das für einen guten Fortschritt, dass das überall gemacht wird. Die Möglichkeiten dafür schaffen wir jetzt. Für all das, was jetzt notwendig ist, gilt aber auch eine Sache ganz entschieden. Es muss auch umgesetzt werden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das Monitoring machen im Hinblick auf die alten Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Aber deshalb ist es auch wichtig, dass wir sicherstellen, dass an den Restaurants in Deutschland tatsächlich die Zutrittskriterien auch überwacht werden. Es kann nicht sein, dass wir solche Vorschriften haben und jeder geht an ein Restaurant und merkt, dass sie nicht beachtet wird. Gilt nicht für alle, aber gilt an vielen Stellen. Damit man diesen Weg gehen kann, damit wir Deutschland winterfest machen können, ist es aber auch wichtig, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, die für sie es gestaltbar machen, damit umzugehen. Und darum bin ich froh, dass wir gemeinsam uns vorgearbeitet haben zu der Einsicht, dass es notwendig ist, dass die Möglichkeit kostenloser Tests für die Bürgerinnen und Bürger wieder eröffnet wird. Wir werden jetzt die Voraussetzung dafür schaffen, dass es kostenlose Tests gibt, die zum Beispiel in Apotheken oder bei den Maltesern oder in anderen Einrichtungen verfügbar sind für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande. Dann sind nämlich auch 3G-Konzepte in den Betrieben und 2G-Vorschriften möglich und 3G-Vorschriften. Alles das kann man machen, wenn man Tests anbietet. Herr Scholz, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein. Und dann, glaube ich, müssen wir uns natürlich damit auseinandersetzen, dass das Virus eben nicht weg ist, dass wir all diese Maßnahmen ergreifen müssen, aber es trotzdem dazu kommen wird, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich infizieren und ganz besonders diejenigen, die sich nicht haben schützen lassen und die nicht geimpft sind. Wir sind in der wirklich schwierigen Situation, dass wir genügend Impfstoff haben, dass jeder sich und jede sich impfen lassen könnte, aber dass es keineswegs alle gemacht haben bisher. Und wir wissen, was die Konsequenz sein wird. Sehr, sehr viele von denen, die nicht geimpft sind, werden sich infizieren. Und viele von denen, die sich infizieren werden, werden krank werden. Und von diesen, die krank werden, werden einige auf den Intensivstationen unserer Krankenhäuser um ihr Leben ringen. Das ist die Situation, die uns bevorsteht. Und deshalb müssen wir hier eine Abwägungsentscheidung treffen. Eine Abwägungsentscheidung, wie wir trotz der Tatsache, dass die Impfangebote nicht wahrgenommen worden sind, uns um den Schutz des Lebens dieser Bürgerinnen und Bürger auch mit allen unseren Möglichkeiten kümmern. Und das hat eine Konsequenz, nämlich die Konsequenz, dass wir sagen, wir werden den Krankenhäusern die finanziellen Mittel geben, dass sie jetzt Operationen neu aufteilen können, dass sie Operationen verschieben können, die verschiebbar sind, damit sie Platz haben für die Corona-Patienten, die jetzt behandelt werden müssen. Denn bei allem, was man unterschiedlich diskutieren mag über das Impfen, wir müssen Schutz für die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger bieten und wir müssen ihnen diesen Schutz der Krankenhäuser ermöglichen.
Das ist jetzt das Gesetzespaket, das wird beraten hier im Deutschen Bundestag. Es wird beraten zwischen den Parteien und ich will ausdrücklich sagen, ich fände es sehr schön, wenn das parteiübergreifend getragen wird, weit über die Parteien hinaus, die die künftige Regierung bilden wollen. Das ist jedenfalls die Absicht und ich möchte alle einladen, mitzumachen. Hier in dieser wichtigen Gesundheitskrise müssen wir über Parteigrenzen und über Regierung und Opposition hinweg zusammenarbeiten. Und wir müssen und werden auch mit den Ländern sprechen und den Gemeinden über das, was an zusätzlicher Unterstützung notwendig ist und wie wir all das, was jetzt hier möglich gemacht wird, auch umsetzen. Das muss ja in der Wirklichkeit sich wiederfinden. Und deshalb wird es auch, die Kanzlerin und ich sind darüber einig, wird es auch in der nächsten Woche ein Gespräch, ganz klassisches Gespräch zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten und den Ministerpräsidenten der Länder geben, um die Umsetzungsschritte genau zu besprechen, die sich aus all dem, was hier auf den Weg gebracht wird, ergeben wird. Das ist das, was wir jetzt brauchen, dass das Land zusammenhält und an einem Strang zieht in eine Richtung, damit wir diesen Winter überstehen. Und mein letzter Wunsch an die Bürgerinnen und Bürger, die es bisher noch nicht gemacht haben. Lassen Sie sich impfen. Es ist wichtig für Ihre Gesundheit und es ist gesichtig für unser Land. Schönen Dank. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, hat das Wort für eine Kurzintervention der Abgeordnete Erhorn aus der AfD-Fraktion. Meine Damen und Herren, Herr Minister, ich muss als erstes voranstellen, dass ich es für sehr bedauerlich halte, dass selbst ein Bundesminister heute nicht mehr die Größe und den Mut hat, eine Zwischenfrage der AfD, die berechtigt ist, zuzulassen. Meine Frage, die Sie vielleicht nicht nur mir, sondern auch der Bevölkerung beantworten sollten, ist folgende. Wir haben ja nun alle gelernt, dass auch geimpfte Personen eine genauso hohe Virenlast tragen können wie ungeimpfte. Sie haben von der 3G-Regelung am Arbeitsplatz geredet. Nun erklären Sie doch mal mir und auch der Bevölkerung, welchen Sinn das macht, dass geimpfte Personen nun nicht getestet werden müssen. Denn sie können ja andere genauso gut anstecken wie Ungeimpfte. Also ist doch die Frage, warum ist es so, dass nicht entweder alle oder niemand getestet werden muss? Das versteht nämlich in der Bevölkerung wirklich niemand. Aber vielleicht können Sie diese Frage mal beantworten. Danke. Herr Bundesminister, möchten Sie erwidern? Gerne auf Ihre Frage antworten. Erstmal ist es so, dass es wichtig ist, dass man sich impfen lässt, weil das dazu beiträgt, dass man geschützt ist vor dem Virus. Aber wir wissen, das ist ja kein Raumanzug, den wir tragen, sondern das ist etwas, was unseren Körper in die Lage versetzt, mit einer lebensbedrohlichen Gefahr besser umzugehen. Und dass das der Fall ist, das sehen wir an den ganz unterschiedlichen Krankheitsverläufen derjenigen, die infiziert sehen. Das sehen wir an der ganz unterschiedlichen Betroffenheit. Viel weniger Geimpfte sind betroffen von der Infektion als diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen. Und deshalb ist es erstmal so, ja, es ist wichtig, sich impfen zu lassen. Und es führt dazu, dass man auch besser mit der Sache umgehen kann und dass die Virenlast dann auch typischerweise geringer ist, weil der Körper schnell und zügig mit der Infektion umgehen kann. Aber erstens, wer sich hat impfen lassen und sich trotzdem testen lässt, wie die meisten von uns ununterbrochen weiter getestet werden, macht nichts falsch. Und zweitens, ich teste mich mehrfach die Woche und ich mache das auch oft, weil ich zu Veranstaltungen gebeten werde und alle sagen, lassen Sie sich bitte testen, mache ich trotz meiner Impfung. Und ich finde, das können auch viele andere machen. Und selbstverständlich fände ich zum Beispiel, dass wenn bei den alten Pflegeeinrichtungen jemand
als Besucher kommt und wenn er dann sich testen lässt, trotz seiner Impfung, dann ist das keine schlechte Sache. Also das sollten wir schon alles mit im Blick haben. Was Sie machen, ist merkwürdige Konstruktionen, die alle immer an der Sache vorbeigehen, zu fabulieren. Konstruktionen, die darüber hinwegreden, dass das Einzige, was dazu beitragen kann, dass wir die Gesundheit dieses Landes und der Bürgerinnen und Bürger schützen können, ist, dass sich möglichst viele impfen lassen. Und für jeden Einzelnen ist es auch die beste Lösung. Schönen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Ralf Brinkhaus. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Zahlen, die uns heute Morgen erreicht haben, sind dramatisch. Über 50.000 Neuinfektionen. Es ist so, dass die Hospitalisierungszahlen steigen. Es ist so, dass wir die Hilferufe von den Intensivstationen kriegen. Übrigens nicht nur von den Krankenhausleitern, sondern auch von den Pflegerinnen und Pflegern, die einfach nicht mehr können. Das muss an dieser Stelle auch mal gesagt werden. Wir haben eine viel zu hohe Todeszahl. Sie hat sich gegenüber dem August verzehnfacht. Und wir sind in einer Situation, wo viel zu wenig Menschen hier in diesem Land noch geimpft sind. Es ist so, dass die Drittimpfung, ich mag das nicht, über Boosterimpfung zu sprechen, sondern es sind Drittimpfungen, dass diese Drittimpfungen nicht gut genug organisiert sind. Das heißt, wir stehen vor einer riesigen Problemlage. Wir stehen vor einer vierten Welle. Wir sind in einer vierten Welle. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir das nicht nur einfach durchlaufen lassen, sondern dass wir hier und heute im Deutschen Bundestag darüber ernsthaft debattieren. Das ist dringend, dringend notwendig. Und Herr Scholz, ich finde es auch richtig, dass Sie sich jetzt als wahrscheinlich zukünftiger Kanzler endlich auch dieser Diskussion gestellt haben, dass Sie endlich was gesagt haben. Aber ich muss Ihnen eins konstatieren, das war mehr eine Zustandsbeschreibung als eine kraftvolle politische Aussage, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist auch richtig und es ist auch gut und richtig, dass wir uns die Zeit dafür nehmen. Wir haben ja eben einen Hauptausschuss eingesetzt. Es ist richtig, dass wir auch eine Anhörung machen. Das ist alles gut. Es ist auch richtig, ich habe es gerade vernommen, dass die Ministerpräsidenten sich jetzt endlich nächste Woche dann auch mal mit der Bundesregierung treffen. Das lag übrigens nicht an den CDU-CSU-Ministerpräsidenten, sondern Herr Müller sitzt ja auch hier im Plenum. Es lag an den SPD-Ministerpräsidenten. Und ich hätte es als respektvoll empfunden, dass bevor wir über dieses Gesetz abstimmen, bevor wir über dieses Gesetz beraten, die Ministerpräsidenten sich zusammengesetzt hätten, weil wir dieses Problem nur zusammen mit Bund und Ländern lösen können, meine Damen und Herren. Aber was nicht gut und richtig ist, Herr Scholz, ist das, was Sie hier als Gesetzentwurf eingebracht haben. Und Sie haben eine Sache konsequent ausgelassen. Sie haben nämlich den Menschen in diesem Land nicht verraten, dass es Ihr Wunsch ist, dass es der Wunsch der Ampel ist, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite die Grundlage, die rechtssichere Grundlage, die verlässliche Grundlage für unsere Pandemiepolitik auslaufen soll. Da haben Sie kein Wort drüber verloren. Und bevor da jetzt irgendwelche Zweifel kommen, warum wir diese epidemische Lage brauchen, ich zitiere mal aus dem Gesetz, was wir hier haben, den Paragraphen 5 des Infektionsschutzgesetzes. Da heißt es, eine epidemische Lage von nationaler Tragweite liegt vor, wenn eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland besteht, weil eine dynamische Ausbreitung einer bedrohlichen, übertragbaren Krankheit über mehrere Länder in der Bundesrepublik Deutschland droht oder stattfindet. Meine Damen und Herren, was ist denn die Situation? Ist denn hier irgendjemand der Meinung, dass Covid nicht übertragbar ist, außer die AfD? Ist irgendjemand der Meinung, dass Covid nicht bedrohlich ist? Ist irgendjemand der Meinung, dass wir keine dynamische Entwicklung haben? Also das ist doch eine Realitätsverweigerung. Und deswegen, meine Damen und Herren, werden wir uns da auch für einsetzen, das sage ich auch ganz klar, dass diese epidemische Lage dann auch verlängert wird. Herr Brinkhaus, das ist ja nicht das Einzige. Entschuldigung, Herr Brinkhaus, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kubicki aus der FDP-Fraktion? Nein, ich kann da gleich eine Kurzintervention machen. So, die zweite Sache ist, und dass wir uns einfach mal angucken müssen, was wird denn da vorgebracht, was wird denn da gefordert? Da wird Folgendes gefordert in diesem Gesetzentwurf, dass erstmal, Herr Ramelow ist hier, die Länderrechte geschwächt werden. Den Ländern wird Flexibilität genommen, den Ländern werden Handlungsoptionen genommen. Das geht doch nicht, meine Damen und Herren. Wir sind in einer Krise, die Länder müssen die Handlungsoptionen haben, um entsprechend gegen diese Corona-Krise auch vorgehen zu können.
Der zweite Punkt ist, und das muss man ja auch sagen, Sie haben ja viele Sachen, die wichtig sind. Sie sagen gerade Krankenhausfinanzierung. Herr Scholz, warum haben Sie es nicht ins Gesetz eingebracht? Das wird jetzt irgendwo nachgeliefert. Und ich meine, man kann auch von zukünftigen Regierungsparteien, die in Koalitionsverhandlungen sind, in dieser Krise erwarten, dass man sauber liefert. Und ihr ist nicht sauber geliefert worden, meine Damen und Herren. Und wenn man das Ganze mal bewertet, dann muss man sagen, es ist dünn, was Sie da aufgeschrieben haben. Es ist wirklich dünn. Und es ist kommunikativ auch das völlig falsche Signal. Dadurch, dass Sie die epidemische Lage von nationaler Tragweite aufheben, sagen Sie doch den Leuten, es ist nicht mehr so schlimm. Es ist nicht mehr so wichtig, dass wir den gesamten Katalog haben. Im Gegenteil, wir müssen den Menschen sagen, ihr müsst noch achtsamer sein, ihr müsst noch vorsichtiger sein. Wir müssen gut durch diese Krise durchkommen. Aber das geht doch nicht, wenn ich solche Signale setze. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir jetzt zweigleisig fahren. Ja, wir sind eine konstruktive Opposition. Ja, und Herr Scholz, wir haben Interesse daran, weil es im Interesse des Landes ist, auch ein vernünftiges Ergebnis zu kriegen. Und wenn Sie nicht bereit sind, aber vielleicht erklärt das gleich noch einer von den Rednerinnen und Rednern, die epidemische Lage zu verlängern, dann machen Sie wenigstens ein vernünftiges Gesetz. Und ein vernünftiges Gesetz zu machen bedeutet, dass die Länder mehr Flexibilität brauchen und nicht mit einem abschließenden Katalog arbeiten können. Denn das wird Ihnen die Handlungsoption für eine konsequente Krisenbekämpfung dann auch entsprechend nehmen. Dann schreiben Sie auch alles in dieses Gesetz rein, was notwendig ist. Dann sagen Sie uns, was Sie für eine Vorstellung haben, wie zukünftig 2G und 3G abgearbeitet werden soll. Dann sagen Sie uns doch, wie Sie sich vorstellen, dass der konsequente Schutz am Arbeitsplatz da sein soll. Das sind doch die Fragen, die wir uns stellen müssen, damit wir eine konsequente Pandemiebekämpfung hinkriegen. Und dass wir eine konsequente Pandemiebekämpfung brauchen, und Sie haben es angesprochen, das sind wir diesem Land schuldig. Und das sind wir insbesondere, liebe Kolleginnen und Kollegen, zwei Gruppen in diesem Land schuldig. Wir haben viele, viele Dinge richtig gemacht. Was wir nicht richtig gemacht haben, wir haben im letzten Dezember und im letzten Januar nicht die Menschen in den Pflegeheimen schützen können. Und deswegen der dringende Appell, alles dafür zu tun, auch an die Länderseite, dass das, was im Dezember letzten Jahres und im Januar diesen Jahres passiert ist, nicht nochmal passiert. Und wir haben eine zweite, ganz, ganz, ganz große Schuld. Das ist die Schuld gegenüber den jungen Menschen. Das ist die Schuld gegenüber den Menschen, die in den jungen Menschen, die nicht in die Kitas gehen konnten, die nicht in die Schulen gehen konnten, die nicht studieren konnten, die auf viel verzichten mussten. Und deswegen, meine Damen und Herren, sind wir es doch diesen Menschen schuldig, dass wir alles dafür tun, dass wir schnell und gut durch diese vierte Welle kommen. Und dieses Gesetz, was Sie hier vorlegen, das trägt nicht dazu bei. Und deswegen gibt es da noch was nachzuarbeiten. Vielen Dank.